Ja, also oder einen exklusiveren Gin. Ich hatte euren Gin auch schon in der Bar. Wenn ich da gleichzeitig dazu empfehle, ein Schnaps Indien in der Bar, bei euch mag das anders sein, sagen die Leute, oh, so ein toller Gin mit so einem billigen Tonic, das wollen die oftmals gar nicht. Ja, deshalb ist man. Das heftet leider ein bisschen an dem Schweppes noch ein bisschen dran. Und früher war es, also klar, wenn man im Supermarkt ist, Regal, gab es halt Schweppes, ja, und das war es halt. Und so hat man früher, glaube ich, auch Gin Tonic getrunken, aber da gab es halt auch nicht so viel Gin. Ja, also da von dem Ruf muss ich noch ein bisschen weg. Aber es gibt ja von Schweppes auch andere tolle Tonics. Wir jetzt heute konkret haben natürlich mal ein anderes genommen. Genau deshalb sind wir ja aber auch da und deshalb gibt es, das hatte ich ja eingangs gesagt, es gibt unterschiedliche Geschmäcker und vor allem es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, diese Geschmäcker abzudecken. Also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass mir nur diese Kombination schmeckt, sondern vielleicht auch irgendwie mit Schweppes oder eine andere. Ich glaube, ich habe es aber mit Schweppes damals getrunken. Ich habe keine schlechte Erinnerung mehr. Genau. Euer Gin besteht aus insgesamt 8 Botanicals. Glaube ich, die sind da drin. Berichtigt mich, wenn das irgendwie falsch ist. Nee, das war aktuell korrekt. Ja, absolut. Okay. Und wir haben eben ja schon auf dem Etikett haben wir ja auch schon drei Botanicals aufgenannt. Und man sieht es auch auf der Box, auf dem großen Etikett, wenn man es jetzt in die Hand nimmt, ist hinten auf der Rückseite eben einmal das Zitronengras, einmal Smaragdholder natürlich und dann einmal Melisse drauf. Wir haben noch die anderen, es sind eigentlich Geheimrezept von uns, das nennen wir auch nicht. Wenn man es erratet, könnte es sein, dass wir ein kleines Mal lachen könnten oder schmunzeln dabei. So, da sind wir gleich beim Thema. Jetzt kommt nämlich ein Test. Ich habe den, ihr habt uns ja davor schon dankenswerterweise auch eine Flasche schon zugeschickt, dass wir uns auch ein bisschen darauf einstellen können. Und ich habe mir Gedanken dazu gemacht. Und ich habe bei mir festgestellt, ich habe eine Erfahrung, danke Jens, eine leichte Ahnung, aber ich glaube nicht, dass es stimmt. Ich habe Lindenblüten. So, was sagt ihr zu Lindenblüten? Bin ich da weit weg oder bin ich da nah dran? Nah dran sind wir noch nicht so, aber gehen wir ein Stück weiter weg. Das ist schon noch ein bisschen weiter. Okay, gut. Was habe ich noch? Koriander habe ich noch in der Auswahl drin, weil ich meine, dass der Wacholder relativ neutral ist. Und was ich glaube zu wissen oder ist, dass man Koriander gern dazu benutzt, Wacholder, die Schärfe des Wacholders zu nehmen, indem man Koriander in die Sache reinbringt. Kann man natürlich machen, ist aber bei uns leider jetzt immer noch nicht dabei. Ich glaube, du wirst es auch gar nicht rauskitzeln. Ja, ich glaube, ich lege zweimal richtig gesagt. Ja, nee, ich hatte vorhin, ich habe es überlegt, aber Bodensee, ob man dann irgendwie wir hatten es vorhin schon, irgendwie Krokodilschuppen oder so, die drin sein könnten. Ja, aber Krokodil wird am Bodensee. Also ihr habt da mit Sicherheit auch euer geheimen Rezept, das wir auch nicht aus euch rauskloppen können heute wahrscheinlich, aber die Möglichkeit haben wir ja leider auch gar nicht. Aber trotzdem, also wie gesagt, ich bin immer noch, ich hatte vorhin, du hattest jetzt speziell, was hattest du gesagt, Zwetschge. Für mich ist es einfach tatsächlich, also hat aber auch mit Bodensee natürlich zu tun. Ich habe bei Bodensee sofort eben Äpfel und Birnen und so im Kopf und natürlich auch die Brände, die es da gibt. Was ist bei euch, glaube ich, auch unter. Also ihr macht ja nicht nur Gin, ist das richtig? Ja, das ist korrekt. Also angefangen zu brennen haben wir 1828, also unsere Vorfahren. Wir sind jetzt mittlerweile in der sechsten Generation. Genau, also Obstbrände haben wir schon immer gemacht. Unter anderem machen wir auch Wein. Und Gin seit 2013, da haben wir dann eben eingereicht zu der IWSC nach London, wo wir dann eben den Preis gewonnen haben. Und 2008 haben wir dann das erste Mal Whisky, also hergestellt. Ja, genau. Also ich gebe es mal. Ja. Und da wir ja nicht nur den blauen Gin haben, wo man jetzt hier sieht, der ganz normale London Dry Gin, haben wir mal überlegt, was man machen kann, da wir eben auch Whisky seit 2008 schon machen. Sind wir dann auf die Idee mal gekommen, beziehungsweise auch der Destillateur, dass man mal einen ins Cromagné-Fass lagert und reift. Dadurch wird er nochmal milder, hat nochmal die Orangennoten dabei, wo das auch super zum pur genießen ist. Man kann es aber auch zum Gin Tonic nehmen, das ist gar keine Frage, es ist schon noch möglich. Und da wir ja nicht nur sagen, wir machen nur einen Gin ins Fass, danach haben wir auch wieder überlegt, was machen wir? Wenn mal das Fass leer wird, wenn man den Gin rausnimmt, was tun wir wieder rein? Und jetzt haben wir
da ein Whisky rein und da gebe ich jetzt gerade das Wort wieder an meinen Bruder ab. Also kurz zum Whisky. Wir haben, da wir am Bodensee sind, hat unser Vater mitbekommen, das war 2017, dass die MS Schwaben, also das ist ein Linienschiff auf dem Bodensee, restauriert wird. Und als er es eben mitbekommen hat, hat er geschaut, dass wir 4 Fässer auf das Schiff kriegen. Und jetzt liegen 4 Whiskyfässer vorne im Bug der MS Schwaben und ja, der ist 5 Jahre alt und er reift ein Jahr lang auf dem Bodensee. Genau. Wow. Um jetzt zurück auf den Gin aufzukommen, da wir halt mittlerweile durch die vielen Fasstypen, was wir auch für unseren Whisky benötigen, ein riesen Fassmanagement haben. Und wie mein Bruder eben schon gesagt hat, ist ja unser Sechin Red auch in einem Fass. Ja? Und dieses Fass, wo der Sechin Red drin war, haben wir jetzt belegt mit einem Whisky und haben jetzt, also er wird jetzt in einem Monat circa rauskommen. Das wird dann ein Gin Cask Finish sein. Also es bedeutet, dass der Whisky als Endreifung für ein Jahr in ein Gin-Fass kommt und das ist dann eben das Finish. Genau. Und so haben wir halt eine riesen Vielfalt, was das Ganze betrifft. Und ja, es macht Spaß. Super, super abgefahren. Also entstehen ja Synergien und irgendwie habe ich das Gefühl, diese Produktkette hört niemals auf. Dann war der Whisky drin, dann kommt der Gin wieder, dann kommen lustige andere Sachen, dann kommt es mal aufs Schiff und wird einmal um den Bodensee gefahren. Also super spannende Sache. Ich habe nur, es kam dann noch ein paar Sachen. Natürlich Hopfen aus Tettnang, Kirsche, Safran sind so ein paar Ideen, die da noch drin sein können. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt unbedingt was trinken. Ich hoffe, die anderen Teilnehmer haben schon fleißig getestet. Wir müssen jetzt unbedingt nicht, dass wir genau dass wir schlecht gehen. Ich habe gleich natürlich mehrere Fragen dazu. Und zwar den Sinn des Whiskyfasses auf dem Bodensee sehe ich ja richtig darin, dass der aufgrund der Wellenbewegung, dass der hervorragend ja dann ständig den Geschmack des Fasses weiterhin annimmt. Das ist der Sinn, ja. Oder? Genau, das ist schon der Sinn, dass wenn wir jetzt genau bei uns in Gressbronn vor Ort, hat man ja vorne in den Staden, da liegen ja alle Fässer immer gleich ohne Bewegung. Das heißt, wir haben ja im Jahr 4% Schwund, das heißt ja Angel Share, da haben wenigstens oben welche Spaß und man merkt es auch direkt, wenn man reinkommt. Und da ist einfach das obere Teil vom Fass immer leer, das heißt, der Kontakt ist eigentlich gar nicht da. Und eben auf dem Schwamm ist es so, da der ja durch die Wellenbewegung immer schaukelt, wird das Fass überall gleichmäßig befeuchtet und kann die volle Aromatik vom Fass mitnehmen. Und das merkt man eben bei unserem Schwaben-Whisky. Super spannend. Also es gilt auf jeden Fall auch zu testen. Wir haben jetzt inzwischen die Zeit auch genutzt, hier unseren Gin Tonic zu machen. Eben einmal mit dem Seegin, dann mit dem Thomas Henry Tonic Water und einer Limette garniert. Und dürfen das jetzt auch während der reden? Lass den reden! So, jetzt darfst du reden, jetzt trinke ich. Okay. Zitrone und Limette waren noch die Frage, ob die als Botanicals im Gin drin seien. Die ist eine Möglichkeit, weil das entfaltet schon eine schöne Zitrusnote. Also Zitronengras ist ja auf alle Fälle mit drin. Ja, und wir wollten halt nicht zu viele Botanicals mit reinbringen, darum sind es nur 8. Also es geht auf alle Fälle in die Richtung, ja, aber wie mein Bruder schon gesagt hat, das ist das Geheimnis von unserem Destillateur sowie von uns. Genau, es kam doch nur als zusätzliche Erwähnung, Kirsche kam noch von der Lydia und von Tommy kam noch der Einwand Safran sei noch dabei. Lassen wir einfach mal so stehen. In Ordnung, ich will mal darauf zurückkommen, auf euren Sechin Red. Ich habe, weil es sehr, sehr beeindruckend in Gressborn bei euch mal beim Einkaufen zu sein. Ich war geschäftlich schon einmal, ein paar Mal, also bin ich öfters mal in der Bodenseeregion und habe das auch mal genutzt, bei euch mal einkaufen zu gehen. Es ist ganz groß, es ist wie eine kleine Insel und ein kleines Schlaraffenland, dort einzukaufen. Auch natürlich nicht nur eure eigenen Produkte, sondern was ich sehr, sehr fair finde, auch ganz viele tolle andere Gins, die ihr auch verkauft bei euch unten. Ihr macht Tastings, ihr macht zum Beispiel, was ich jetzt gelesen habe, am 18.06.
im Gin-Tasting. Also ich bin nah dran, da zu sagen, das eignet sich ja ideal mal für ein schönes Wochenende bei euch in Crespern am Bodensee. Da wird eine Übernachtung fällig sein, weil ich glaube nicht, dass man danach noch Auto fahren sollte. Ja. Man kann es, aber man darf es eben nicht. Daher ganz, ganz toll. Und nochmal der Sage in Red. Ich habe den damals bei euch eingekauft, weil ich sehr, sehr neugierig war bei Barrel Aged Gins, gratis Grand Marnier Fass. Und ich war wirklich auch schon vor 2 Jahren, als ich den gekauft habe, wirklich was ganz, ganz Tolles. Das ist ja euer normaler Gin, der hier, ein London Dry Gin, der dann eben in diesem Grand Marnier Fass ausgebaut wird. Und die Mischung fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Die war toll. Und den Gin gerade pur oder on the rocks zu trinken mit einer Orangenzeste oder sowas dabei, hat bei mir wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also wirklich toll. Bleibender Eindruck zum Glück, keinen bleibenden Schaden. Ja, vielleicht auch, aber bis jetzt noch nicht erkannt. Also wirklich ein toller Gin, ein toller Barrel-Aged Gin. Es gibt viele Barrel-Aged Gins mittlerweile auf dem Markt. Der hier ist mir besonders positiv aufgefallen. Ihr habt auch, was man darauf hin verweisen soll, einen Flyer bei euch mitgeliefert. Und da ist ja auch was Schönes dabei. Ja, da steht auch ein Angebot dabei, ein Gutscheincode. Ja. Ja, also bei dem Flyer, das ist ein kleiner Einblick nach London. Also einmal stehen die Tasting Notes drauf. Und wenn man aufhaltet, dann sieht man Bilder von London, wo wir auf der Prämierung waren. Da sind wir mit unserem Destillateur, mit dem ehemaligen Bürgermeister, dann mit dem Musikanten aus Crespron, weil unsere Fässer, also unsere Whiskyfässer, die reifen bei Crespronner Blasmusik. Genau, und die Family, wir sind runtergeflogen und das ist eben ein kleiner Einblick. Und auf der Innenseite ist jetzt auch eben links dran ein Gutscheincode, bedeutet, wenn jemand Interesse an dem Gin hat, dann bekommt er, wenn er den Code eingibt, bekommt er gratis einen Tumbler, also so ein Glas. Genau, kostenlos dazu. Sehr schön, sehr schön. Also ich kann es vielleicht nochmal zeigen, das ist der Flyer, der bei euch mit dabei gewesen sein müsste überall. Und wenn ihr den einmal auffaltet, seht ihr, so ein Aufkleber hier mit einem Code und da könnt, den könnt ihr mir schicken, dass ich möglichst viele Sage-Flaschen bestelle. Oder so. Also kann ich nur empfehlen, zugreifen. Und diese Tumbler-Gläser, die sind auch super schön. Wir hatten da auch mal eins da, gell? Ich irgendwie, die Ausstattung, die ist Wahnsinn hier. Hier stehen Gläser und Monitore und Flaschen und Helfer. Und, also ich finde jetzt deshalb leider nicht, aber sehr, sehr schönes, sehr schöner Tumbler, mit, den ihr da habt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den Gutscheincode dafür zu verwenden. Ja. Und wenn ihr dazu noch zu dem normalen Gin, wirklich ein Sage Red, ich lege euch ans Herzen oder ans Gemüt, wenn ihr ein bisschen Barrel-Aged Gins, so Gins mit einer schönen Orangennote aus einem schönen Grand Marnier Fass, macht es. Ne? Also ich habe das nicht bereut, keinen Tag. Und ich hoffe, es kommt auch bald mal wieder ein Sommer, wo man wieder öfters in Crespron Urlaub machen kann, dort sein kann, den Bodensee genießen kann. Schöne Hotels, schöne Ortschaft, kurz vor der bayerischen Grenze. Lindau ist nicht weit. Also wir haben ja, ich sehe gerade, wir haben ja alles Mögliche haben wir hier von euch rumstehen, also wahnsinnig toll. Das Glas voll ausgestattet. Egal, super nett. Was mir aber noch, ich glaube, was mir noch eingefallen ist, als wir den Gin in der Bar hatten, haben wir den, also heute hatte ich euch ja auch noch mal erklärt, dass wir hier mit diesen getrockneten Garnishes arbeiten müssen. In der Bar habe ich den aber damals, es war Sommer, es war unfassbar warm. Es war super schön, draußen zu stehen in der kleinen Gassebar. Und wir haben eben auch so eine kleine Ginferno-Bar in Biberach, die im Sommer ab und zu mal aufmacht. Und da gab es den, und den gab es da nicht mit Limette, kann ich mich erinnern, sondern es war eher was, eine sommerliche Kombination. Weißt du noch? Es gab Himbeer und Minze dazu. Oh, das hätten wir auch sehr, sehr gern heute gemacht. Nur unser Dörr-Kommando, bestehend aus dem Jens und ihr, tut sich ein bisschen schwer, Minze zu dörren. Das klappt da nicht so richtig. Genauso wenig auch wie Himbeeren, die sehr, sehr empfindlich sind und für den Transport, das lässt sich ganz schlecht machen. Aber das bietet sich für den Sommer natürlich gerade jetzt am See sitzen, zumindest gedanklich. Und mit Himbeeren und Minze ist natürlich auch eine wahnsinnig schöne Kombination. Strandbad am Bodensee oder Strandbad am Erdlesee in Stuttgart oder wo auch immer. Baggersee-Ummendorf. Baggersee-Ummendorf.
Bubendorf oder am Aasee in Hannover. Nee, da ist, glaube ich, in Münster. Da oben halt. Nördlich des Mainz, also in Norddeutschland. Überall Sonnenuntergang, Sädchen von Steinhauser, Blue mit Minze, Himbeere, Thomas Henry oder Schweppes und Indian Tonic Water. Ja, also wer ein wenig was von Gin hält und den auch ein bisschen mag, ist das die ideale Kombination für eine Zeit, die weniger windig sein wird als heute. Ja. Genau. Sehr schön. Sollen wir anstoßen, weil wir unbedingt verbringen den Abend ja noch ein Weilchen miteinander. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, zum Wohl euch. So, Koriander hätte ich noch schon, ja, das habe ich gesagt. Genau, eventuell etwas Lavendel. Aber es lässt ihm jetzt keine Ruhe, dass er rausfindet, was da drin ist. Aber gut. Ja, wird schwierig. Ich wachse mit Wellen auf, ja. Okay. Von daher werden wir die erste Runde durch. Ich würde auch sagen, ich möchte ganz großes Danke an euch beide sagen. Es ist immer schön, dann auch wirklich diejenigen dahinter erstens mal bei so einem Tasting dabei zu haben, zum anderen aber auch kennenzulernen. Gut, wir haben jetzt, Moritz, wir haben schon öfter mal miteinander telefoniert, jetzt so live. Ja, genau. Wir uns das erste Mal heute beschnuppern dürfen. Aber es ist natürlich schön, einfach ein paar Fragen, die uns quälen. Zum einen mal, wenn wir so einen Gin trinken, weil da kommen natürlich, mit ihm kommen immer ganz abgefahrene Fragen, die keiner von uns beantworten kann. Die Frage von mir ist meistens nur, kannst du mir nochmal einen einschenken? Das ist relativ einfach zu beantworten. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und vielen Dank ebenso. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir dabei sein durften. Und bleiben wir noch ein bisschen mit drin und schauen uns weiter das nächste Destillat bzw. den nächsten Gin an und sind gespannt, was da noch kommt. Unbedingt, bleibt gerne dabei. Vielen Dank und auch ich bin gespannt. Ich werde eure anderen Spirit, sagt man ja so gerne, auch unbedingt auch mal durchprobieren. Also sobald es geht, sitze ich im Auto am Bodensee oder viel besser im Zug. Ja, im Zug. Nee, danke auch von mir und wir freuen uns natürlich über jeden Besuch. Und der Bodensee ist ja auch eine schöne Urlaubsregion. Also würden uns freuen, wenn der eine oder andere vielleicht bei uns auch mal vorbeischaut. Ja. Unbedingt, das empfehlen wir hier mit allen unseren Teilnehmern. Nächste gleich auf booking.com und mal gucken, was es in der Gegend gibt. Ja. Also super schöne Gegend. Gerne auch an den Goren zum Zelten, passt schon. Genau. Gut, dann müssen wir mal hier, also ich hab's, glaube ich, ein kleiner Schluck ist noch drin, den muss ich jetzt natürlich versuchen. Ich versuche ein wenig zurückhaltend zu sein, aber... Ja gut, du bist ja der Mann für das Logische, ich bin der Mann fürs Grobe. Können wir tauschen? Nein. Was auch noch sehr schön ist, sechste Generation, Crespo am Bodensee. Ja, ich hatte schon, als er gesagt hatte, wir haben 1800 irgendwas angefangen zu brennen, dann haben wir auch nicht so gut gehalten. Ja. Ja, aber sechste Generation, das ist natürlich schon eine Ansage. Wo hört man sowas? Ja. Also ich hätte auch gewünscht, dass mein Vater Brenner. Ja. Also das wäre auch schön gewesen. War leider nicht oder vielleicht auch zum Glück. Ich weiß nicht, ob wir sonst zusammen heute hier stehen. Ja, zumindest nicht so geraten.